Beeilen Sie sich, Doktor! Ich versuche es, Sir, aber ich muss noch viele Flüchtlinge behandeln. Wissen Sie, wie viele an Bord gekommen sind? Ich schätze 350 bis 400. Sie bekommen bald genaue Zahlen. Wäre das alles? Ja, Sir. Wie steht es um meine Anfrage nach mehr Hilfskräften? Tut mir leid, Doc. Sie müssen mit dem auskommen, was Sie haben. Vielleicht kann uns die Titan helfen. Ei, ei. Und, Sir, es schmeckt nicht allen, dass wir die Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber ich halte es für eine gute Tat, wenn ich das so sagen darf. Danke, Lieutenant. Um dich geschlagen. Schlecht geträumt? Schlafrotation in 10. Bin eh schon seit 2 Stunden wach. Ein Wunder, dass du nach der Sache überhaupt schlafen kannst. Ist scheiße heiß hier drin. Es gäbe überhaupt keine Luft auf dem Schiff. Übrigens, Irish war hier. Wollte dich nicht wecken. Ich sag's dir, Mann. Du musst schlafen, solange du kannst. Die Idee ist okay. Ja. Navigation, Radar, Sonar, interne Kühlsysteme, Lampen auf dem Mitteldeck. Okay. Was hast du gesagt? Bitte sag mir nicht, dass wir Navigation, Sonar und den Kühlungsscheiß auch noch reparieren müssen. Das ist die lange Liste. Aber die Motoren laufen wenigstens noch. Diesel sei Dank. Warum das? Keine Zündkerzen. Zum Glück liefen die Motoren, als uns das EMP traf. Die wurden nie abgeschaltet. Ach, hat jemand den Schlüssel verloren? Wetter und Fernwärter. Vor 100 Jahren hätten wir sie am Arsch gehabt. Dann sind wir blind geschaffen. Diese scheiß Chinesen. Wir wissen nicht, ob es die Chinesen waren. Willst du wetten? 100 Mäuse, das hier sind. Jeder, der Mandarin spricht, meldet sich umgehend beim Befehlshabenden. Okay. Das EMP hat uns übel erwischt. Sergeant, der Tag ist noch lange nicht vorbei. Trevor, gehen Sie mit Ihren Leuten runter zu den Generatoren auf L4. Die Hydraulik steht still. Ihr müsst die Zuleitung überprüfen und die Abflüsse. Verstanden? Als nächstes müssen wir die Klimaanlage und den Filter wieder ziehen. Leg Irish an die Leine. Ihr Clowns bringt die halbe Stadt mit an Bord und macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns einen Dreck angehen. Sie sind der Feind, verdammt. Das Problem wird wohl bald an die Titan weitergereicht. Dann hast du es nicht mehr an der Backe. Alle, dem medizinischen Offizier steht nicht genügend Kompetenz zur Verfügung. Die Krankenstation ist da hinten. Ihr Mann hat vor einigen Minuten gesprochen. Aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Sie können hier nicht rein, Ma'am. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lasst sie durch, Leute. Sie müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Dazu fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen. Dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte. Ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Gut. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Bewusstlos. Gar nicht gut. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren Fahrzeugdeck. Habt ihr euch endlich wieder vertragen? Auf Krieg aus ist, kann er uns angreifen.
Wir wären tot, bevor wir es überhaupt merken. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, wie es aussieht. Wenn wir auf der Titan sind, wissen wir es mit Sicherheit. Die Schadenskontrollzentrale bittet darum, alle persönlichen funktionierenden elektrischen Geräte in den... Irish ist voll in Ordnung. Er bringt uns immer in solche Situationen. Vielleicht sollte ich dazu mal was sagen. Aber die Einheit darf die Entscheidung des Anführers niemals in Frage stellen. Das ist schlecht für den Zusammenhalt. Auf der Seite darf man das Gewissen nicht komplett ausbauen, oder? Ja, was weiß ich. Letzten Endes war es deine Entscheidung. Nicht Irishs. Hey, Irish! Back! Hey, was geht, Kleiner? Hier für dich. ...396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Das haben wir gut gemacht, oder? Ja. Hey, komm schon mal, du glaubst doch diesen Sie sind der Feinscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das Kommando, dann hat es Wrecker übertragen. Ach komm schon, Peck. Worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Weißt du was? Sollen die da oben klären? Ich red mit Garrison, wenn's ein Problem gibt. Nein, nicht du, sondern der Squadleader. Selbst unter idealen Umständen kann man kaum 400 Flüchtlinge auf diesem Schiff aufnehmen. Wenn Garrison sauer ist, dann ist es halt so. Es war das Richtige. An deine Argumentation musst du noch fallen, Irish. Wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommt. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Wegtreten. Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst einem Squadleader. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, eine östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Ich habe ein RIP klar gemacht. Los! Wir sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Beeilung, Marines. Die Zeit ist gegen uns. Sergeant Wrecker, ans Steuer. Keiner weiß, was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es nicht. Verstanden, Agent. Die Menschen auf der Valkyrie verlassen sich auf uns.
Hier geht's nicht nur um die Valkyrie, Junge. Sieh sie dir an. Hier wäre ich beinahe gelandet. Wie lange dauert das wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du führst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Nee, bitte, Murray. Ich genieß die Fahrt, wie ich es tun soll. Unter der Titan ist ein Riff am Rand einer 3000. Kann niemand sehen! Wo steckt die Crew, verdammt nochmal? Mein Gott! Sie läuft voller Wasser! Glaubt sie! Glaub es euch, kleiner Bruder! Irgendjemand hat sie erledigt! Komm, Sir! Wo müssen wir hin? Kommt hier rein! Adrumur! Und kreis sie! Sucht nach einem Loch im Rumpf oder so! Da! Ein Loch im BGB! Ich hab solche Schäden schon mal gesehen! Chinesische Schiffsabwehrraketen! Passt auf, die Titan wurde nicht vom EMP in Shanghai getroffen. Sie haben mehrere Stunden lang Berichte gesagt. Die wirklich Lass uns beeilen. Los, weiter! Wir einen Fluchtplan, wenn das Ding kippt? Irgendwann wird sie runterrutschen. Dann sollten wir lieber nicht mehr hier sein. Und der VDR auch nicht. Naja, Fluchtplan klingt anders. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrolle fahren. Du nach Luke G-Sektor 14. Durch die kommen wir direkt ans Ziel. Da ist die Luke. Wrecker hat sie. Warte, ich helfe dir. Aufmachen! Sollen wir echt runter? Du kannst schwimmen, oder, Marine? Ja? Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los! Du hast das Arschloch gehört. Bring rein.
Überlebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Kann losgehen. Wir sind ganz nah. Die Geräusche sind direkt vor uns. Verdammt! Wo zum Teufel stecken die? So. Das wissen wir nicht, Sergeant. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und Überlebenden? Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Verstanden, Sergeant? Von uns hängen wir... Maschinenraum? Mann, seht euch das an. Das ganze Deck steht unter Wasser. Scheiße, ich mach das Wasser steigen. Finde einen Weg dann. Sind auf der anderen Seite der Tür. Nein, da. Schnell. Hallo, hier. Hier unten. Das Wasser steigt. Hängt uns da hoch. Das ist der einzige Weg raus hier. Keine Angst, wir holen euch da raus. Zur Seite, Marie. Scheiße, ist zugeschweißt. Schieß es auf! Die sind bereits tot. Gehen wir. Ein Scheiß tun wir. Wir lassen sie nicht zurück. Selbst mit dem Schweißgerät würde das Ganze 9 Minuten dauern. Wenn das Wasser weiter so steigt, sind sie bis dahin längst tot. Sie bleiben hier. Das ist ein Befehl. Du hast Garrison gehört. Mann, fick dich! Halte durch, Leute! Mann, halt dich! Hör damit! Scheiße, Irish, bleib cool! Es tut mir leid. Gehen wir los, los! So ein Wichser, das zahle ich ihm ein. Den hole ich mir. Becker, wir müssen los. Die haben uns hier eingesperrt. Bitte lass uns nicht hier unten sterben. Wer hat euch eingesperrt? Sie haben uns eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung warum. Sie haben die Rakete ins Schild geschossen und es dann geentert? Das ist doch sinnlos. Becker, wir sollten weiter. Ich will hier nicht sterben. Nein, bitte. Sag meiner Mom, ich kann doch noch nicht sterben! Nicht in diesem Loch! Bringen wir es hinter uns! In wenigen Minuten geht sie unter! Also los, runter von diesem Rosthaufen. Da braucht Zeit. Zurück zur Valkyrie. Ich höre Stimmen. Auf da.
Sie kommen mir am schnellsten raus! Einfach geradeaus! Auf den Weg, ihr Schweine! Ja, haut ruhig ab, ihr Peter! Deckung!
Gib Gas! Bring uns nach Hause!
Sie sind auf dem ganzen Schiff. Die wollen uns alle umbringen. Wo ist Garrison? Wir haben seit 10 Minuten nichts von der Brücke gehört. Was ist mit den Leuten bei Garrison? Wen meinst du? Ah!
Wir müssen Garrison finden! Wir können auf die Krankenstation gehen! Mach sie auf, Wrecker! Er kann nicht kämpfen. Wo zum Teufel ist er? Garrison hat ihn verlegt. Was? Das hast du zugelassen? Ihm ist egal, wer ich bin. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn bekämpfen? Ich habe die Verteidigungslinie gehalten. Ruf das Kommandodeck und frag Garrison, wo er ist. Auf dich wird er hören. Meine Güte, Hannah, das Kommandodeck ist abgeschnitten. Sieh zu, dass du verschwindest. Auf geht's, Tombstone. Ich sichere. Du steckst voller Überraschung. Was, Hannah? Scheiße!
gar nicht gut. Vermutlich ist alles da drin. Nimm's dir. Garrison hat die Codes. Jake wird dich jagen. Du stehst im Mittelpunkt. Er muss überleben. Marines, sagt Garrison, dass er ihr trauen muss. Wrecker, übernimm die Führung. Los! Gehen wir. Na los, auf geht's. Ich geh vor, Squad Leader. Wir lauten die Befehle. Gehen wir zur Brücke und suchen Garrison? Jetzt gibst du wieder die Befehle. Scheiße. Gesichert! Captain Garrison, die Brücke ist gesichert. Ist er okay? Er ist stabil. Wo ist Agent Kovic? Hat's nicht geschafft, Sir. Verdammte Scheiße. Dank Tombstone schwimmt die Valkyrie noch. Aber sie ist angeschlagen. Wir sind weit weg von zu Hause und in Feindgebiet. Es kommt vielleicht noch schlimmer. Daher bin ich froh, euch Marines hier zu haben. Sergeant Wrecker, Besprechung in 15 Minuten. Tombstone gehört Ihnen. Hurra! Die Daten von der Titan bestätigen, dass das Pazifikkommando durch chinesische Raketen ausgelöscht wurde. Da hat jetzt Chang das Sagen. Was von unserer Flotte auch übrig sein mag, ist da draußen jetzt vollkommen blind. Mir ist der Ernst der Lage bewusst, Captain. Ein Grund mehr, vorsichtig zu sein. Aber sie ins Squad aufzunehmen, das wird Irish nicht gefallen. Irish kennt nicht alle Umstände. Das sind besondere Bedingungen. Sie geht mit euch. Verstanden. Irish ist ein guter Mann. Ich passe auf ihn auf. Das weiß ich zu schätzen, Pike. Sie sind eigenwillig, aber auch ein guter Anführer. Danke, Captain. Müssen wir noch was über den Angriff auf das Flugfeld wissen? Ja, holen Sie Wrecker. Pack, Wrecker, sperrt die Ohren auf. Unsere letzten Raketen müssen ihren Zweck erfüllen. Greift das Flugfeld an. Haltet den Boden im Auge. Schickt ein Signal, wenn ihre Flugzeuge abheben wollen. Wir jagen die Hurensöhne in die Hölle und ziehen nach Westen. Verstanden, Captain. Kinderspiel. Pack. Wrecker, ihr kommt vielleicht nicht zurück. Wie viele eurer Freunde. Doch jetzt zählt's. Das ist unsere Chance. Wer das Flugfeld erreicht und die Flares zündet, hat noch 30 Sekunden, bevor unsere Raketen einschlagen. Alles klar. Lasst euch nicht von uns abknallen. Anna? Auf geht's, Wrecker. Jetzt, Marines, los! Feld des Captains Irish. Wow, was machst du denn hier? Ich bin freiwillig hier. Ach, freiwillig? Wer hat das bewilligt? Captain Garrison, klär das mit ihm. Habt ihr das gewusst? Sprechen Sie Mandarin, Sergeant? Ich wüsste wirklich nicht, was dich das angeht, Mädchen. Ich will nur helfen. Du stehst hinter mir, oder? Ich denke, das ist ein großer Fehler. Sie ist ein Risiko und eine Belastung. An alle! Sie hören Captain Garrison!
Soldaten der Valkyrie, wir alle sind müde. Wir haben alle gelitten, haben Kameraden und Freunde verloren. Sie sollen nicht umsonst gestorben sein. Der Sturm hält die feindliche Luftflotte am Boden, aber nicht mehr lang. Wir mögen das letzte Schiff sein, doch wir gehen nicht kampflos unter. Wir steuern gen Westen. Wir nehmen das Flugfeld im Schutze des Sturms ein und sichern die Straße von Singapur. Siegt mit Tempo und Mut. Dieser Sturm wird uns nach Hause tragen.